Was haben wir hier? Mann, so viel geile Schrotflintenmunition. Ich bin voll, das ist doch scheiße. It's not good. So, was haben wir denn noch hier überall? Was gibt es hier zu finden? Okay, also ich möchte scheinbar, dass wir die Pillen nehmen. Damit wir hier irgendwie durchkommen. Ah, ihr habt gesehen. Oh, krass, ja, das ist so. Na, das tut ja ein Spaß. Das tut ja ein Spaß. So, warte mal kurz mal merken den Weg. Zack, zack, hinten durch. Hinten hier, hinten da, hinten so. Okay. Na, das kann ja was werden, Alter. So. Yo. Alles klar. Wir sind schnell. Wenn wir die Scheiße fressen. Das ist natürlich ganz cool. So, ich hätte das jetzt natürlich hinten mit den Pillen da probieren können, in dieser Pfütze. Aber das war natürlich jetzt, ja. Also wie gesagt, entweder ist das hier Agent Orange oder diese Pille. Ja, sag mal jetzt, okay, diese Flüssigkeit, die braucht halt eine Weile, um überhaupt zu detonieren. Ich zeig euch das mal. Also ihr habt es ja von selber gesehen. Ne? Also den Feind exakt dann da abzupassen, das ist ganz schön, das ist knackig. Das... Da bin ich gespannt. Wie oft uns das gelingen wird. Achso, ist ja Quatsch. Nein. Schraubenzieher, viermal bitte. So, okay. Und ein Blick in die Scherbe wird uns verraten, welcher Chip es sein wird. So, okay. V1. Oder 1V, das geht. I could plug a chip in there. It fits. It fits. So, hier haben wir noch eine Pille. Okay, okay, okay. Nicht so gut. Muss jetzt hier rumspringen. Achso, hier ist ja Quatsch. Tür ist ja offen. Jemand schiebt einfach wieder raus. Bada bam, bada boom. Frage ist nur, kann ich hier oben noch irgendwo hin? Nee. So, in der Ecke war man noch nicht. Knusper, knusper. 84. Oh, hier. Nein, sind wir jetzt etwa wirklich, wirklich in der Verpackungsanlage? Ja, wir sind in der Verpackungsanlage. Dann schau mal an. Okay, cool. So, Exit. Ein paar Chips reinpfeifen. Also ich soll jetzt wirklich den, ich soll jetzt hier, echt jetzt? Den Stier zähmen mit diesen Köderpillen? Oh Gott. Oh Gott, echt? Na, das wird ja ein Spaß. Aber wo soll ich den denn hinführen? Hangar.
Wirf die Pille und sie werden kommen. Ja, ist ja toll. Wirf die Pille und sie werden kommen. Wer wird... Ich möchte jetzt nicht einfach eine Pille hier hinwerfen. Okay. Ah, fuck. Ich muss noch ein paar Pillen mitnehmen hier. Okay, er ist relativ lange davon abgelenkt. Das ist ziemlich cool. Die Frage ist nur, wo zur Hölle soll ich jetzt hin? What is the way? Auf der anderen Seite. Warnung, die Tür muss während aller Experimente mit Köderpillen verschlossen bleiben. Das letzte, was wir brauchen, ist, dass sich die Tiere während der Betriebszeiten im Weg in die Halle bahnen. Streitlust der Ex-Mitarbeiter hat gereicht. So, okay. Man könnte ihn jetzt hier nochmal reinlocken. Nase. Und dass er sich hier wahrscheinlich durch dieses Tor durchknallt. Giftmülllagerung. Mm, toll. Super. Das wird ja Show. Ich werf mal hier nochmal eine Pille drin. Und kommt er? Nee, kommt er natürlich nicht. Da ist er. Wirklich ist er. Der will es. Und? Yes, it's open. Okay, scheinbar muss man hier durch. Oh nein, 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 don't do it, don't do it. Hier ist zu. Was hier noch? Ein paar Pillen. Oh. Ist ja gut, bin ich schon weg. Giftmülllagerung, Alter, das sieht ja jetzt hier nicht so geil aus. So lauter so eine Verstecke hier irgendwie, wo man sagt so, oh Mann, hier könnte jetzt so viel liegen. Geh mich mal kurz um. Pretty good. Pretty good. Ah. Oh shit, okay, nicht so gut. Schuss. Oh, ich geh mal einen anderen Weg. Oh, okay, alles klar, ich muss da durch. Sehr schön. Das hat doch gut geklappt. Gebrochen? Oh Gott. Das Scheiß. Alter, hier kann so viel sein, ey. Oh Mann. So viele Sachen versteckt. Hm, schön hier. Ich glaube, ich sollte hier nicht so lange rumgammeln. So, ist er jetzt durch hier?
Sieht nicht so aus. Na los, komm. Komm mal, Großer. Wo bist du? Hätte er jetzt hier bloß irgendwelche Sachen kaputt? Oder was macht er da? Na los, Max. Come on, dude. Oh, shit. Okay, hier war wohl Satz mit X. Scheiße. Oh nein, hier ist nichts drin. Nein, ich dachte jetzt weiter. Ist doch nüger. Ich weiß ja eigentlich hier draußen rauchen. Das ist ja meine Pflicht, der Sicherheitsbeauftragte, sie darüber zu befreien, dass das Rauchen im gesamten Stellbüro untersagt ist. Was für ein Schwachsinn. Selbst an schwer erreichbaren Stellen. An der Stelle würde ich mich offen machen. Oh, die ganzen Flammen aufgeht. Sie hat die Stimme recht schon. In häuslichen Situationen ist er auch zu. Ich will sie auch nicht nochmal erwischen. Okay, alles klar, Bob. Danke, Bob. Du bist ein cooler Typ. Oh, shit, 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 shit. Komm. Die will ich. I will them. So, okay. Dann muss anscheinend der Weg woanders lang gehen. Jetzt hier noch irgendwelche anderen Fallen oder sowas? Okay, zweiter Steinbruch, wo er sich durchdremmeln kann. Oh shit. Nein, Mann! Nein! Klettert untereinander. Oh. Don't shoot. Und los, komm, 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 komm. Oh, fast zu müde. Sehr schön. Mann, echt, Alter, warum sind die ganzen Steuern alle tot? Ich verstecke diese Notiz für den Fall, dass ich die Geschichte nicht selbst erzählen kann. Die Menschen müssen erfahren, was hier passiert ist. Max Nygaard, der Fahrer, der mich hierher reingeschmuggelt hat, hat ein paar Schrauben locker. Aber das Herz am rechten Fleck gehabt. Ständig davon geredet, sich Maddie gegenüber anständig zu verhalten. Wie auch immer das sein mag. Nachdem er mich hier abgesetzt hat, ist er mit dem Wagen geradewegs in die Fabrik gedonnert. Ich habe noch nie einen so wutentbrannten Mann erlebt. Wie könnte er es wagen? Könnt ihr noch von hier aus schreien hören? Gebt mir meinen Job zurück. Erst folgte große Aufruhr, dann plötzlich Stille. Max sollte mich auch wieder mit zurück in die Stadt nehmen. Aber er ist nicht mehr aufgetaucht. Krass. Okay. Kopfschuss von hinten. Natürlich, natürlich. Alter, echt jetzt? So, ein bisschen Heilung reinpfeifen. Das lief jetzt nicht so gut. Max? Ich glaube. So, okay, alles klar, Max. It's your turn, my friend. Nein, das ist nicht Max, das ist ja wundervoll. Kommst du oder was?
Rumpel die Pumpel, Alter. Pfeifst dir rein. Okay, Alter, wo sind wir? So. Ja, das will ich dich sehen. Okay, der kommt nicht an. Ja, gerade einen Affen gemacht hier. Oh, Telefon für Mr. Anderson. All this for what? You're very much alike, you and Max. Your priorities are all jumbled up. All you had to do was stay away. This whole situation is draining. Oh, well? You wave the red flag, El Matador. You deal with this bull. Ja, schön. Ganz toll. Meines Steinbruch von Meyer Pharma verkauft. Kolonne von Janus Rex. Am Dienstag schloss das der Meiners Steinbruch zum letzten Mal seine Tore. Meyer Pharmaceuticals, amerikanischer Marktriese auf dem Sektor der Medizin und Wissenschaft, hat Berichten zufolge das gesamte Steinbruchgelände sowie weiteres Umfeld aufgekauft. Der geplante Umbau der alten Fabrik in ein schickes neues Verteilerzentrum beginnt in 2 Monaten. Wir sind schon sehr aufgeregt, so Mr. Stephen Hill. Von Meyer. Milton Haven liegt uns sehr am Herzen. Und wir sind stolz, unseren Teil beizutragen, indem wir Arbeitsplätze für die Menschen dieser wunderbaren Stadt schaffen. Wir können es kaum erwarten, Teil der Familie zu werden. Oh, da möchte ich doch sofort im Quadrat kotzen. Der historische Steinbruch, der jahrzehntelang im Besitz der Miners Corporation war, ist von ihr betrieben und von ihr betrieben wurde, diente hauptsächlich zum Abbau von Silber und Blei. Oh, krass giftig, ey. Und bildete die Einkommensgrundlage von viele Bewohner Milton Havens. Doch aufgrund des immer geringeren Ertrags im Laufe der vergangenen 10 Jahre war der Miners-Steinbruch gezwungen, seinen Betrieb zu optimieren und ein Großteil der Belegschaft aus dem Steinbruch selbst der Verarbeitungsanlage sowie den angrenzenden Kraftwerken zu entlassen. Meyer hat eingegriffen und Minus gerettet, erzählt Bob an einer wenigen Angestellte, der zum Zeitpunkt des Aufkaufs noch auf dem Gelände des Steinbruchs arbeitete. Jetzt kommen wir ein bisschen kurz runter. Ich habe nichts dagegen, solange wir uns nicht im Steinzeitalter zurückbomben, wird es immer Bedarf an Wachleuten geben. 6. November 96. Okay. Ja, alles klar. Also, Meyer Pharmaceuticals hat das ganze Ding hier aufgekauft. Den kompletten Steinbruch. Um wahrscheinlich irgendwelche blöden oder hochgradig illegalen Experimente hier durchzuführen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal, Rock hier. Jetzt hier öffnet. Geht's raus? Mist. What I have to do? Hat er jetzt schon an dem Rädchen gedreht hier vernünftig? Okay, jetzt hat er. Mann, das wird abgepumpt. Okay, was ist... Wir machen jetzt das ganze Ding hier? Alter, das ist ja mal wirklich eine sehr, sehr starke Pumpe. Krass. Okay. So, aber vorher noch mal kurz einen Blick da drüben hingeworfen. Ja, nichts denn. Okay, alles klar, gut, gut. Nein. Ja, klar, ich lese halt noch ein bisschen, wa? Er jagt mich hier. Ich will aber den Zettel lesen, Alter. Das ist gemein zu sagen, dass vielleicht das Beste war. Max würde sowieso kein Auto. Ah, er war ein Idiot, ich wollte nicht aufhören. Okay, komm ab.
So, könnt ihr jetzt hier mal eine Tablette entwerfen? Oh, so, kriegt das hier mal in Ruhe lesen. Dankeschön. Er war ein Idiot. Er wollte einfach nicht hören. Und seien wir mal ehrlich, seine ständige Blähung. Oh, toll, 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 toll. Okay, rennen wir mal weiter runter. Warte, könnt hier schon langsam hier. Pfeift hier die mal rein. Und wo renne ich jetzt hier überhaupt hin? Wo ist das Ziel? Oh, da vorne. So, und Hallihallöchen. I need more of this. Großer Abpumpen geht weiter. Oh, krass. Haben die das hier drin alles versenkt? Drin ist er. Aua, bin ich doch mal frech. Glibber ich hier einfach runter. Da kenn ich auch nix. Da kenn ich auch gar nix. Nein, lass mich. Lass mich. Okay, du bist da schon schön runter. Wum, wum, wum. Krass. Aber es ist halt auch wunderbar dargestellt durch diese wirklich brennende Wut, irgendwie, die ihn antreibt. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ist das ein Pickup aus der Garage? Lass mal einen Blick werfen. Blick werfen, sag ich. Okay, warte mal. I gotta hit him where it hurts. Oh! How do I chip that armor of his? Maybe if I lure him into ramming one of those pillars. No, 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 no! Isn't it? You control your anger, not the other way around. Oh, no, 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 no. His armor's breaking, exposing him. Wie denn? Was denn? Oh, Junge, Junge, Junge. Can't we talk about it? Ja, können wir nicht darüber reden. Klar, lass uns doch darüber reden. Na los, komm, hau uns, hau uns weg. His skull is cracking. He's weak. Alter, was sagt der Ton? You're misdirecting your rage. Eine Beschichtung. Da rinwerfen oder was? Into the exposed parts. I can calm the man inside the machine. Okay, alles klar. Wir sollen die Pillen. With these lure pills might do the trick. Ah,
Aha. Parts of them are exposed. These pills seem to work. Ja, schön, aber dass ich keine mehr habe. Ich habe keine Tabletten mehr. Versuchen zu beruhigen. Aber ich brauche noch mehr Tabletten. Ten. Schön. Meine süße Madison, ich weiß, dass ich nicht der beste Vater war, den ein Mädchen sich wünschen kann. Ich habe Fehler, zu viele, als dass ich sie zählen könnte, aber ich habe immer nur das Beste für dich gewollt. Bitte glaube nicht, dass ich dich weniger lieb habe, nur weil das Gericht einen Fehler gemacht und zugelassen hat, dass deine Mutter dich mir wegnimmt. Ich werde einen Weg finden, unsere Familie wieder zu vereinen. Mein neuer Therapeut sagt, die Wahrheit auszusprechen heilt. Hier ist die Wahrheit. Ich vermisse dich an jedem Tag, an dem ich nicht bei dir bin. Du bist mein Ein und Alles. Alles Liebe, Dad. Macht mich betroffen tatsächlich irgendwie. Also bin nicht ansatzweise in dieser Situation, wie er war. Aber macht mich sehr betroffen. Ja, er wollte halt einfach nur irgendwie durch seine, also, ja, ist halt schwierig, ehrlich gesagt. Er hat einfach eine Gefahr für sich und seine Umwelt auch ist irgendwie aufgrund seines Jähzorns. Too much for one man. Ist aber trotzdem halt mit Gefühlen, ne, irgendwie. Und ich wollte bloß seine Familie. Kann ich hier nicht weiter? Kann ich hier nicht weiter? Okay. She will always be your daughter. You will always be her dad. Max tried to fight back and died for it. Your death won't be in vain. Thank you for leading me here. Geh nach Hause. Da ist die Tür. Boah, Alter, ist aber so dermaßen schwere Kost hier hoch, ey.